Am Doppelheimspieltag der Handball-Bundesliga der Frauen reichte es für die HSG Blomberg-Lippe am Ende nur für ein 28:28 Unentschieden gegen die Handball-Luchse aus Buchholz-Rosengarten. Als klarer Favorit ins Rennen gegangen, allerdings mit den kräftezehrenden 60 Minuten von Freitag in den Knochen, lief es gegen die 12 platzierten Gäste aus Rosengarten, deren Freitagsspiel verlegt wurde, nicht nach Plan. Den leicht besseren Start erwischten die Blombergerinnen, doch nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit kam der Ausgleich. Blomberg vergab zu viele Torchancen. Eine Bank im Tor der Gäste war Mareike Vogel, die immer wieder Blombergs Offensive entschärfte. Durch die hart zupackende Abwehr der Handball-Luchse hat auch Nele Franz trotz ihrer 9 Treffer, davon 5 von 7 Meterpunkt, nur wenig Lücken. Wir wollten eigentlich den Schwung mitnehmen von dem Spiel gegen THC. Ich würde sagen, wir haben vorne unsere Chance nicht genutzt. Wir standen in der Abwehr oft zu alleine. Am Ende dann glücklich noch den Punkt geholt, weil wir gekämpft haben, weil wir gefightet haben. Mit einem 14:15 Rückstand zur Halbzeit erhoffte sich die HSG Blomberg-Lippe im zweiten Durchgang mehr Tempo und eine effektivere Defensive. Doch das Spiel blieb eng. 10 Minuten vor Schluss setzten sich die Handball-Luchse sogar mit 2 Toren ab. Blomberg legte zwar immer wieder nach, doch die Zeit rannte. In der 57. Minute löste Birkner seine Defensive auf und so konnte man den Luchsen den Ball zweimal abnehmen und zum Ende hin ausgleichen. Glücklicher Punktgewinn für die HSG Blomberg-Lippe, deutlich unzufrieden auch Blombergs Kapitänin Laura Ruffieux. Ich glaube, es war heute ein gewonnener Punkt. Wir haben das ganze Spiel sind wir hinterhergelaufen, in der Abwehr wie im Angriff. Wir haben in der Abwehr nie so richtig Zugriff bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Kam vorne gar nicht in unser Tempospiel und ja, letztendlich kommt das Ergebnis zustande. Man muss sagen, wir haben noch eine super Moral bewiesen am Ende und das Unentschiedene geholt. Aber ja, ich glaube, wir müssen das knallhart analysieren und dann müssen wir am Mittwoch in Oldenburg wieder zurückkommen.